Hallo zusammen und Grüße aus dem Berner Oberland. Heute habe ich vor, vom Almenthubel bis auf das Schildhorn zu wandern. Und mit dabei sind Matthias und Arian. Die ganzen genauen Infos zu der Tour gebe ich dir wieder am Ende vom Video durch. Jetzt wird erst einmal losgewandert. Bis später.
Willkommen zurück. Dies war eine sehr schöne Wanderung an einem perfekten Sommertag, Anfang August. Ich war schon einige Male in der Region unterwegs, aber eine solch klare Aussicht hatte ich dort noch nie. Natürlich sticht bei dieser Wanderung vor allem das Bergtrio Eiger, Mönch und Jungfrau hervor. Stetig hat man tolle Blicke auf diese und noch viele weitere hohe Berge mit ihren Gletschern. Oben auf dem Gipfel des Schildhorn gab es leider eine Baustelle, die etwas Scham wegnahm. Bekannt wurde das Schildhorn vor allem durch das Erscheinen in dem James-Bond-Film Im Geheimdienst Ihrer Majestät. In diesem Film hatte das Schildhorn den Namen Piz Gloria erhalten. Seitdem ist dies der Zweitname dieses Berges. Nach Mürren fuhren wir dann mit der Gondel zurück. Von Mürren aus habe ich übrigens auch mal zwei andere schöne Wanderungen gemacht. Diese habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Diese Wanderung war 6,5 Kilometer lang bei 1030 Höhenmetern im Aufstieg. Besten Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Wanderung.